So, willkommen zurück. Es geht weiter. Wir sind hier stehen geblieben bei unserer Mission. Musste mal passieren, war schon viel zu lange. Aber die Mission muss fertig gemacht werden. Absolutes Ziel ist es natürlich. Und wir sind jetzt hier oben unterwegs, wir drei. Und wenn wir uns das so anschauen, kann nicht mehr viel sein. Uns geht es eigentlich ganz gut. Wir haben hier noch sechs Leben bei unserem Spock. Den werden wir jetzt mal ein bisschen nach vor lassen hier. Und da ist auch schon der nächste Gegner. Da haben wir schon das nächste Problem. Wir gehen trotzdem mit dem Spock nach vorne und attackieren gleich mal den hier. Den Goblin. Gut gemacht. Spock. Gut gemacht. Sehr gut. Und ziehen den Rest der Partie nach. Gundolf geht es nicht so gut, den werden wir ein bisschen hinten behalten, wie gesagt. Und lassen den eher mal ein bisschen durchsuchen, was wir eh schon alles durchsucht haben. Und unserem Baba Papa. Kann man nicht einmal nachziehen, den Baba Papa, weil mit einem Punkt ist nichts zu machen. Wir schauen einmal mit dem Spock inzwischen geht nicht weiter, ob da irgendwann Fallen sind. Keine Fallen. Dann Gundolf hinterher. Und kann er die Führung übernehmen? Ja, die kann er übernehmen. Sogar sehr, sehr weit nach vorne. Ich gehe jetzt aber mal trotzdem hier rein. Okay. War das eine gute Idee oder nicht? Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Weil der uns jetzt da angreifen kann. Wir haben nur mehr drei Leben. Wie schaut es denn generell aus? Was haben wir beim Gundolf hier für Möglichkeiten? Fire of Wrath. Und hier Rockskin. Rockskin habe ich noch nicht verstanden, was der eigentlich macht. Den Ball of Flame, den hauen wir jetzt mal hier dem Team hier rüber. No effect against an enemy. Was, der Flammenball hat keinen Effekt auf dieses? Das verstehe ich nicht. Schäm dich, Gundolf. Das war für nichts. Und jetzt greift er mir natürlich den Gundolf an. Macht Gott sei Dank nichts. Okay. Der Papa hinterher mit vier Schritten. Ja, super, ne? Kommen wir nicht weit. Aber Spock. Kann Spock jetzt retten mit fünf Schritten? Nein, kann er nicht. Kann er nicht, da kommen wir nicht ran. Somit hat Gundolf ein Problem, kann jetzt acht Schritte machen, hat drei Leben. Ich werde trotzdem versuchen, den jetzt da von hier aus in den Rücken zu hämmern. Blöd oder nicht? Ah, unentschieden. Doch blöd. Doch blöd. Doch blöd. Weil er mich jetzt angreift, mir das aber nichts macht. Ich habe jetzt in dem Fall 4, er 3. Der Baba folgt. Kann aber hier nicht weiter. Und Spock kann hier dafür weiter. Spock kommt jetzt mit dazu. Und jetzt versuchen wir, dass Spock sendet den mal in den Schlaf. Und das probieren wir jetzt mal, den Fimir. Keinen Effekt auf den. Okay, das funktioniert bei denen nicht. Das funktioniert bei denen nicht. Das ist blöd. Gundolf geht aber jetzt mal. Geht er jetzt zurück oder haut er jetzt richtig eine raus? Hm? Gundolf haut jetzt richtig eine raus. Gundolf haut jetzt richtig einen raus und schickt Fire of Wrath gegenüber den Fimir. Enemy is dead. Perfekt. Super. Gut gemacht. Ganz viel verbraucht. Aber war wichtig, dass der weg ist. Jetzt ist die Frage, wir haben da noch keinen Eingang in das gefunden und auch noch keinen in diesen Bereich hier gefunden. Ich werde jetzt mal mit dem Gundolf da reingehen. Ja, da ist nichts. Dann werden wir hier warten. Dann werden wir mit dem Barbaren hier mal nach einem Raum suchen. Den haben wir schon gesucht, das war jetzt ein Blödsinn. Aber wir haben trotzdem noch zwei Schritte, die wir machen können. Denkst du, weil da steht ja der im Weg. Und werden mit dem Spock da hergehen und auch mal den Raum durchsuchen. Nothing. Okay. Das heißt, wir kommen da eigentlich mit nichts rein. Gundolf hat jetzt 11 Punkte zum Gehen. Wir kommen da nicht rein, wir müssen jetzt versuchen, da einen Eingang zu finden.
Wieder schicke ihn Gundolf, weil er die meiste Bewegung hat, voraus. Und wieder könnte es sein, dass hier wo eine Falle ist. Ich mache jetzt trotzdem eine Durchsuchung. Nichts gefunden, keine Falle. Gehe mit dem noch. Hundert Goldstücke. Das war gut. Das war gut. Kleiner Schatz, das war gut. So, Spock hat 11 Punkte zum Gehen. Das ist viel. Da sind sie jetzt die Türen. Da ist genau das, was wir jetzt braucht haben. Da gehen wir gleich bei der ersten rein. Ich würde gleich bei der ersten reingehen, geht aber nicht. Warum geht das nicht? Warum kommen wir bei der Tür nicht rein? Irgendwas passt da nicht. Dann gehen wir halt... Ah, aufpassen. 1, 2, 3, 4. Keine Falle, Gott sei Dank. Doch trotzdem durchsuchen wir das Ganze jetzt. Keine Falle gefunden. Und kommen jetzt noch mit 5. 1. Stellen uns da her. Suchen noch Gold. Natürlich kommt gleich ein Monster, wenn wir noch Gold suchen. Eh nur mehr Nummer 3 Leben. Gott sei Dank macht uns nichts. Steht jetzt aber natürlich sehr blöd, weil ich mit dem Barbar nicht kann. Er greift mich noch einmal an, macht Gott sei Dank nichts. Was für Action, ey. Ich als Barbar einen Schritt hinterher. Du Simmerl, du bist so ein Simmerl. Simmerl für die deutschen Freunde ein... Nichts Gescheites, kann ich euch sagen. Spock hingegen. Ich bin so neugierig, ich muss da reinschauen. Boah! Deswegen kommen wir bei der Tür nicht rein. Der blockiert den Türeingang. Da ist die volle Action drinnen. Komme ich mit dem Spock nochmal raus? Nein! Ich komme mit dem Spock nicht mehr raus. Ah! Ich kann mir jetzt da in die Ecken knallen. Und jetzt Achtung! Spock hat 6 Leben. Ich kann mich da in einen Nebel hauen. Wenn ich das jetzt mache, geht das? Kann ich mich selbst jetzt da... As the mist swirls, you fade from enemy view. Das heißt, ich habe jetzt einen Nebel erzeugt. Die sehen mich jetzt nicht in den Raum drinnen. Und bin quasi jetzt vor Angriffen geschützt. Eine Runde zumindest. Das wäre jetzt der Plan. Damit wir mit dem Gundolf nachrücken können. Jawohl, das sind 2 Punkte. Jetzt kann ich nur einen Step auf die Seite machen. Und wir werden trotzdem jetzt dort zaubern. Wir müssen jetzt dort zaubern. Genie, der Genie hat uns immer noch geholfen und sagt, attack someone. Und der Genie greift jetzt gleich einmal, er steht am nächsten neben unserem. Den an. Enemy is dead. Genie hat den umgebracht. Gundolf hat das gut gemacht. Aber das könnte jetzt böse werden. Na, ist gut gegangen. Wir haben nur 3 Leben in Gundolf. Achtung. Ah, greift an Gundolf an. Hat aber auch nichts gemacht. Achtung, Gundolf ist jetzt eingekastelt. Achtung. Boah, hat auch überlebt. Gundolf hat jetzt eine sehr blöde Position da drinnen. Und ich kann... Na, war das jetzt richtig? Na, das war falsch. Mein Gott, ich mit dem Barbar und er ist so langsam. Jetzt habe ich den Barbaren dort, wo er nicht sein soll, wo er nichts machen kann. Und jetzt liegt alles am Spock. Spock muss er mir jetzt wegbringen, damit ich mit dem Gundolf da ausflüchten kann aus der Konstellation. Was habe ich noch für Zauber? Keinen mehr. Bin ich wenigstens ausgerüstet? Bin ich. Habe ich noch irgendeine Potion? Was ist das? Holy Water. Stärke. Wir nehmen die Stärke. Muscles, die Muskeln, die gängen jetzt richtig ab und so, ja. Und jetzt mit der Stärke Potion und unserem Schwert müssen wir ihm jetzt weg tun. Der Ork muss fallen. Ne? Nichts braucht. Stärke nichts braucht. Schwert nichts braucht. Gar nichts braucht. Spock, böse. Scheiße. Jetzt ist da ein richtiges Problem. Jetzt hat der Gundolf ein richtiges Problem. Er kann nämlich nicht flüchten. Gundolf kann nicht flüchten, hat 9 Punkte, kann nicht flüchten. Gundolf, kann der es jetzt wenigstens schützen? Ich kann jetzt versuchen, den Gundolf
einen Rockskin zu geben, dann würde er sich in einen Stein verwandeln und er würde dann denken, oh, der Gundorf ist ein Stein. Das probieren wir jetzt. Your skin hardens. Next defend. Aha, so ist es. Wir haben zwei extra Würfel. Wir sind jetzt nicht der Starkwarten, wie ich mir das gedacht habe, sondern wir haben einfach eine steinharte Haut bekommen. Okay, das ist aber auch gut. Das können wir jetzt trotzdem, wenn wir Glück haben, überleben. Er greift den Spock an. Das ist gut. Spock macht es nichts aus. Er greift auch den Spock an. Spock macht es nichts aus. Er greift Gundolf an. Schaut euch das an. Fünfmal beim Gundolf macht uns nichts aus. Und das hat uns jetzt freigespielt. Ihr habt jetzt eigentlich einen sehr großen Fehler gemacht. Einen sehr großen Fehler gemacht, weil damit Gundolf frei ist. So, was machen wir jetzt mit Spock? Spock ist jetzt eingekastelt. Spock hat jetzt ein Problem. Was hat denn das Spock noch? Holy Water, brauchen wir dabei nicht. Und mehr Resistenz. Das nehmen wir. Ah! Jetzt habe ich verdruckt, schau. Jetzt nehmen wir das auch noch. Jetzt habe ich verdruckt. Jetzt hat das Spock volle Leben. Sechse. War Blödsinn. So schnell geht's. Und wir attackieren jetzt da ihrem, damit wir den außerbringen. Er ist tot, aus der Schusslinie außerbringen, damit die Tür wieder frei ist. Sehr gut. Gundolf fetzt jetzt da, kommt jetzt da her und hilft den Spock. Wir nehmen den jetzt in die Mangel da, komm. Mist. Gut, Spock hat noch immer viel Schuld, obwohl der 3 gehabt hat schon. Wenn ich da jetzt nichts gehabt hätte, hätte ich 3 Leben verloren. Ja, und er geht auch einen Spock an. Spock hat noch immer sein Super Schild, macht uns nichts aus. Also Resistenz eigentlich, nicht Super Schild. Inzwischen kommt der kleine Papa mal einen Schritt weiter. Na, kommt er nicht, warum? Weil da einer steht. Jetzt steht da ein Gegner und ich komme als Papa nicht vorbei. Bist du narrisch? Ich kann meine Burschen nicht helfen da drinnen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin ja unvorstellbar geflasht. Ich komme nicht vorbei. Der steht im Weg. Ich kann ihn auch nicht angreifen. Der ist dann auf sich alleine gestellt. Ich kann da nichts machen. Wenn ich da jetzt angreife, kann ich den trotzdem angreifen? Jo, ich kann auch über das hinaus angreifen. Wow, gut. Gut, ist gewesen. Und jetzt kann ich trotzdem gehen noch, schau. Super. Kommen wir jetzt bei der Tür einer? Jo, jetzt kommen wir auch bei der Tür einer. Da bin ich, Freunde, ich kann mit dem. Nein, ich kann jetzt gar nicht angreifen, nicht, weil ich ja gerade schon den Angriff habe, sonst hätte ich jetzt meinen Bogen auspackt, was ja eigentlich Hornbrust ist. Okay, ich bin da. Wir sind jetzt alle da. Ich habe nur einen Schritt, dann gehe ich auf euch zu und jetzt nächste Runde. Spock. Kommt da immer noch nicht aus seiner Misere aus. Er könnte 12 Schritte gehen, kommt nicht außer, weil der sich in den Weg gestellt hat. Das heißt, er muss weg. Sehr gut, Spock. Wichtig. Wichtiger Move. Ganz wichtig. Jetzt kannst du noch 12 gehen. Wir nehmen die jetzt einmal. Spock hat mehr Leben. Wir müssen den Gundolf aus der Schusslinie bringen. Wir lassen den Spock stehen, wo er ist. Bringen den Gundolf voll aus der Schusslinie außer. Er greift den Barbaren an. Und Baba Baba, das macht ihm gar nichts. Baba Baba, voll stark, wie er ist, stellt sie hinter ihm, attackiert ihn von hinten. Bam, da ist er. Gut gemacht. Gut gemacht, gut gemacht. Burschen, durchatmen. Durchatmen, gute Partie, gut gemacht, super. Wir haben jetzt viel zum Gehen, viel zu machen. Spock sucht einmal einen Raum, dass einmal nichts ist da, okay, und geht jetzt einmal bei der Tür aus. Und was ist da? Unser Ausgang. Perfekt, perfekt. Da war unser Verlies. Da haben wir unsere Sachen zurückgekriegt.
Da ist der Ausgang. Wir haben es geschafft. Wir haben das Level abgeschlossen. Ich bin begeistert, meine Herren. Well done. Mit 280 Goldstücke. Gehen wir da raus. Super. Auch du, mein Freund. Gehst in die Richtung. Und eben mit einem Schritt hinterher. Schauen wir nochmal auf Gold. Schau, 50 Gold noch gefunden. Habe ich gar nicht gedacht drauf noch. Okay. Schaust du auch auf Gold? Zähne. Ja, trotzdem. Durch mit dir. Durch, mein Freund. Gibst du noch irgendwas? Na. Kann man ja schon. Nicht lachen. Und rein. Jawohl, well done. Und wir folgen mit unserem Baba Papa rein in das Ganze. Wir haben es zu dritt abgeschlossen, haben alle drei Helden durchgebracht. Immer noch keine Ahnung, warum der Bumsti nicht mit kann. Aber keiner gestorben. All players are out. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und wenn wir uns da jetzt anschauen, hat der Baba 205 zum Ausgehen. Bumsti, keine Ahnung, ist er tot? Ich weiß es nicht, was mit Bumsti ist. Der Elf hat 280 zum Ausgeben und der Wizard hat 120 auszugeben. Und das machen wir gemeinsam im nächsten Video. Gratulation an alle, die diese spannende Mission aus einem 33 Jahre alten Spiel mitgeschaut haben und noch mal erleben durften, was eigentlich Geschichte ist, Spielgeschichte, History. Ich finde das schon cool. Macht es gut. Tschüss und ciao. Ich bin raus. Ich muss weg. Zum Zug. Tschüss.